Ich blende dir hier mal Kundenergebnisse von uns ein und das ist ein super spannendes Thema. Die Jungs haben nämlich in den Kommentaren, wurden die gefragt, wie habt ihr dieses Ergebnis erreicht? Wie habt ihr irgendwie 30.000, 40.000 Euro Umsatz, mehr oder weniger, keine Ahnung, wie habt ihr diese Umsatzziele erreicht? Und was da spannend war, dass sie dann in den Kommentaren geschrieben haben, hey, es ist eigentlich super simpel, wir haben uns auf drei Kerntätigkeiten fokussiert. Wir haben mehr Termine generiert, wir haben ja, die Termine abgeschlossen zu Kunden und wir haben Prozesse etabliert, um bessere Kundenergebnisse zu schaffen. Und das sind natürlich auch genau die drei Dinge, die ich unseren Kunden empfehle, dass man sich auf die fokussieren sollte, dass man nicht nur Marketing macht, aber jetzt auch nicht nur irgendwie im Projektgeschäft hängt, dass man aus dieser Umsatzachterbahn rauskommt. Und das ist eigentlich super simpel. So, also natürlich muss man irgendwie wissen, wie kommt man an die Termine, wie macht man den Verkaufsprozess, wie baut man gute Prozesse. Auch das zeigen wir natürlich alles auch dann bei uns im Programm und auch teilweise hier auf YouTube. Aber die Kernmessage von diesem Video soll einfach sein, fokussiere dich auf diese drei Dinge und letztendlich versuch alles andere auszublenden. Das ist super schwer, weil es gibt super viele Leute, die schicken dir E-Mails, rufen dich an, du siehst Werbeanzeigen, du hast Kunden, die irgendwas von dir wollen, du hast noch andere Freunde, du hast auch noch ein anderes Leben. Also es gibt ganz viele, also im Privatleben meine ich, das ist ganz viele Eindrücke, ganz viele neue Ideen und Leute sagen, hier, verbessert doch mal das und macht doch mal hier einen coolen Prozess. Und es ist sehr, sehr schwer, den Fokus auf diese drei Dinge zu halten, weil normalerweise, sag ich mal, du hast einen komplett leeren Tag und weißt einfach, ich muss einfach nur die Termine mit Kunden bekommen, die Kunden abschließen und gute Ergebnisse schaffen. Hört sich erstmal simpel an und, sag ich mal, wenn du dir einen Tag frei nimmst, mal komplett diese Struktur so durchgehst mit auch natürlich sinnvollen Prozessen, bist du wahrscheinlich, sag ich mal, nach einem Tag irgendwie, sagen wir, du hast fünf Termine, zwei davon sind qualifiziert, einer davon schließt du ab, hast irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro Umsatz gemacht und dann hast du eigentlich auch schon dein Monatsziel erreicht in den meisten Fällen, wenn du irgendwie sagst, 10.000 Euro oder irgendwie 20.000 Euro ist ein Umsatzziel, das kann man in zwei Tagen schaffen. Weißt du, so also nach dem Motto, von was es wirklich eigentlich bedeutet, wenn man mal wirklich nichts auf der Agenda hätte. Und deswegen ist jetzt eigentlich nur deine Frage, ich kenne jetzt ja deine aktuelle Lage jetzt auch nicht ganz genau oder was du jetzt im Tagesgeschäft zu tun hast, aber was hält dich davon ab, diese drei Kerntätigkeiten zu machen? Empfehlung von meiner Seite, versuche auch mal Time-Tracking einzubauen, also zumindest mal eine Woche. Ich mache das eine Woche im Monat, also immer die erste Woche im Monat, dass ich mir einfach genau angucke, hey, wo fließt meine Zeit hin? Ich schreibe mir dann jede halbe Stunde einfach auf, was ich gerade mache. So, und ich bin dann irgendwie im E-Mail-Postfach, mache einen Strich, so sind wir bei E-Mail. Und dann, wenn ich nochmal im E-Mail-Postfach bin, mache ich dann einen zweiten Strich. So, ne? Und dann kann ich einfach am Ende der Woche sehr, sehr gut auswerten, hey, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ne? Oder was, also kann ich verschiedene Buckets oder Kategorien, könnte man auch sagen, unterteilen, wo man einfach sieht, hier, ich habe irgendwie in Kundenkommunikation so viel reingesteckt, in Akquise so viel, in irgendwie, also es gibt ja verschiedene Sachen, in Teamkommunikation so viel. Und dann kannst du einfach schauen, was könnte ich komplett streichen, was könnte ich delegieren, was könnten wir irgendwie anders machen, automatisieren mit Zapier oder was auch immer. Und so kannst du sehr, sehr wissenschaftlich an diese Sachen rangehen. Mit dem Ziel immer, das Tagesgeschäft so weit zurückzudrängen, dass du diese Tätigkeiten machen kannst. Ich habe auch in dem Video, in dem Kanal hier noch ganz viele andere Videos gemacht zum Thema, wie kann man irgendwie Kundenkommunikation verbessern und so, dass man da auch nicht irgendwie ständig rausgerissen wird, dass die Kunden irgendwie ständig anrufen und irgendwas von dir wollen, was dann auch die Kundenergebnisse schlechter macht, wenn du überhaupt nicht konzentriert arbeiten kannst. Onboarding-Funnel, wie man dann auch Akquise macht auf Social Media und Sales und so weiter. Gibt es schon ein paar Materialien hier auf dem Kanal zu finden. Das heißt, schau da gerne mal vorbei. Ja, wichtig ist vor allem, ja, letztendlich so dieses Konzept von die wichtigsten Dinge sind sehr, sehr simpel, aber das heißt nicht, dass sie irgendwie leicht zu erreichen sind. Du musst dir auch so vorstellen, was ist eine gute Ernährung? Eine gute Ernährung oder Gesundheit, lang alt werden oder lang leben und gesund sein bedeutet relativ cleane, pflanzliche Ernährung im größten Teil und relativ unverarbeitet und regelmäßige Bewegung. So diese zwei Dinge eigentlich. Und natürlich ausreichend Schlaf. Hört sich super simpel an, aber wenn du dir mal die besten Athleten der Welt anguckst, die haben komplette Teams von 10, 20 Leuten, die sich rein darum kümmern, dass diese drei simple Dinge eingehalten werden. Also Einfachheit, was ich damit sagen will, ist nicht gleich leicht zu erreichen. So, und das ist halt super spannend. Kannst du dir mal für dich überlegen, hey, wie kannst du schaffen, diese drei Tätigkeiten einfach nochmal besser in deinem Alltag zu etablieren? Und natürlich, wenn du zu irgendeiner von diesen drei Tätigkeiten Fragen hast, schreib dir einfach in die Kommentare oder schau dich auf dem Kanal um. Dann sind wir natürlich sehr
offen und bereit, dir da Feedback zu geben bzw. die Fragen zu beantworten. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und schau dich auf dem Kanal einfach mal um und dann freue ich mich, ja, dich im nächsten Video zu sehen. Bis dann.